das Finale von Wer steht mir die Show? Im Finale gilt es bei mir nur noch, das Wissen abzurufen, was mir 44 Jahre eingebläut wurde. Gleiches gilt für dich. Wir haben nichts zu tun, außer... 42 Jahre. 42 Jahre, gut. Bei mir. Bei dir, da habe ich dir 2 Jahre voraus. Ob es was gebracht hat, das werden wir gleich sehen. Moderieren werde ich jetzt nichts. Das macht bei uns wie immer Katrin Bauerfein. So. Guido, herzlich willkommen im Finale. Ich freue mich, dich zu sehen, aber wirklich. Das erste Mal in dieser Sendung. Und, wie ist es? Hast du Bock? Möchtest du Seiten tauschen mit Joko? Oder? Ja, safe. Safe. Ich unbedingt moderieren. Ich will das hier einmal machen. Ja, ne? Ja, das Blöde ist wirklich... Du hast es heute schon mehrfach gesagt, du kennst mich ganz gut. Das heißt, und du weißt auch, wie du mich triggern kannst. Und das macht es natürlich jetzt sehr, sehr schwer für mich, hier Pokerface zu bewahren. Aber ich gebe mir große Mühe, ich werde das jetzt hier nicht... Nochmal verlieren. Nee. Okay, ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln, wie es Sido eventuell gelingen könnte, hier nächste Woche zu moderieren und Joko die Show abzunehmen. Es ist so, wir spielen ein Quiz. Ich stelle beiden dieselbe Frage. Beide versuchen, diese Frage möglichst richtig zu beantworten. Dann schauen wir bei Sido, was er geantwortet hat. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt, für jede falsche logischerweise keinen. Dann gehen wir zum Joko, aber wir schauen da einfach nie, was er aufgeschrieben hat, sondern Joko hat sich es einfach so überlegt, dass er immer einen Punkt bekommt, auch wenn es falsch ist. Einfach immer. So ist es halt. So ist es halt. Es ist mies. Und das Einzige, was man dagegen tun kann, weil er natürlich zügig Punkte sammeln würde und man nur 5 Punkte braucht, um hier zu gewinnen, er hat sich diese Münzen ausgedacht, die man gewinnen kann nach jeder Stufe und die kann man gegen ihn einsetzen. Immer dann, wenn man denkt, Joko wusste es nicht. Er hat was Falsches aufgeschrieben. Dann setzt du eine deiner Münzen und dann muss er uns sagen, was da steht. Wenn es tatsächlich richtig ist, das heißt, du lagst falsch, kriegt Joko natürlich den Punkt und deine Münze geht an mich, dann ist sie weg. Im anderen Fall hast du ihn entlarvt, kriegt er den Punkt nicht, du behältst die Münze, spielst weiter mit der Münze gegen ihn. Wenn du keine Münze mehr hast, ist das Finale sofort vorbei. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Es ist so einfach. Super. Einfach, aber genial. Deswegen spielen wir jetzt das Finale. Finale. Dann kommt hier eure erste Frage. In welchem Land bezahlt man mit Lei und Bani? In welchem Land bezahlt man mit Lei und Bani? Kannst du mir was leihen? Kein Problem, Barney. Barney? Barney? Na klar. Barney ist dann der Pfennig da, ne? Und Lei ist dann die Mark. Lei und Barney. Hm? Das wird wohl was. Das wird was Europäisches sein. Ja. Du darfst natürlich auch Joko keine Hinweise geben. Wer weiß, wo der gerade unterwegs war? Geografisch? Ja. Hm. Lei und Bani ist die Währung, in der man bezahlt. Aber in welchem Land? Du hast aufgeschrieben? Ja. Du hast aufgeschrieben? Ja. Okay, wir lesen auf. Super. Sido, was ist deine Antwort? Wo bezahlt man mit Lei und Bani? Vietnam. Vietnam. Die Antwort Vietnam ist falsch. Ich dachte, du wüsstest es, weil es ist tatsächlich was Europäisches. Es ist Rumänien. Ja. Die richtige Antwort ist Rumänien oder auch Republik Moldau. Jetzt ist nur die Frage, Joko guckt schon angespannt auf den Boden, weil er dir keine Hinweise geben möchte, glaube ich. Ich muss nur lachen, wenn ich ihn angucke. Das ist unfair, weil ich will ihn auch nicht auf eine falsche Fährte locken, weil ich lache. Ja, das ist sehr nett von dir. Du hast auf jeden Fall überlegt, ne? Überlegt hast du. Vielleicht war es ja auch strategisch. Du hast überlegt, so, war ich da schon mal?
Ich gehe von aus, in Rumänien hast du jetzt noch nichts zu tun gehabt. Urlaub wirst du auch nicht gemacht haben in Rumänien. Gut, der weiß es nicht. Achso. Fuck! Weißt du nicht? Sie ich hasse dich jetzt schon. Wie es ausgeht. Das gibt's doch nicht. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der beim ersten Mal direkt so vor die Münze setzt. Bist du wahnsinnig? Also, wahrscheinlich ist es totaler Quatsch, aber ich bin noch nicht da gewesen. Und hab's auch da irgendwo in Asien vor Ort und hab Thailand geschrieben. Ah. Thailand ist Bad. Bad, fuck, klar. Bad hätte ich sogar gewusst. Thailand wusste ich, dass es Thailand nicht sein kann. Sehr gut. Okay. Es steht 0-0. Du darfst die Münze behalten, kannst die yes, wieder ich nehme die mir mal wieder, ja? Nimm die wieder, jetzt, als hätte ich drei. Als, hätte ich drei als hättest du drei. Spiel mit zwei. Das ist ein Flüchtigkeitsfehler. Ich hätte einfach nur länger überlegen müssen, weiß ich, was Thailand ist? Ich Idiot. Aber hättest du es weiter in Asien aber lokalisiert, oder? Ja, nicht? Die ganze Zeit. Ja, ja. Sowieso. Dann ist doch egal. Also Rumänien hätte ich nicht gelöst. Aber vielleicht hätte ich es besser spielen können, dass ich es weiß. Aber sehr gut eingeschätzt. Die nächste Frage ist, in welcher Sportart werden häufig die Begriffe Topspin, Slice, Lob und Cross gebraucht? Topspin, Slice, Lob und Cross. Sehr gut, beide schreiben zügig auf. Joko ist noch. Das mache ich nur für Sie zu Hause. Okay. Vielleicht aber auch ein bisschen für Sido, oder? Schreibst du Eisstock schießen oder was für ein langes Wort schreibst du da hin, Großer? Okay. Du hast okay. auch. Das ist wirklich. Du bist. Ja. Das ist ein komisches Pokerface, dieses. Ich hätte wissen müssen, als ich sie angerufen habe und gefragt habe, hast du Bock in die Sendung zu kommen? Hätte ich wissen müssen, dass das eine so richtig dumme Idee ist. Man denkt dann immer so, ah, wie geil ist das, wenn Sido hier sitzt? Das macht voll Spaß, cooler Typ, super, das tut der Sendung gut. Und dann denkt man aber nicht so, was man denkt, wir werden vielleicht mal im Finale stehen. Mhm. Aber wenn ich moderiere, tut es der Sendung auch gut. Okay. Das heißt, du hast aufgeschrieben und ich kann auflösen, ne? Ja, okay, sehr gut. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe Tennis. Er auch, ganz sicher hat er auch Tennis. Topspin, Slice, Lob und Cross gibt's im Tennis, sagt Sido. Und diese Antwort ist richtig. Tennis. Damit hat Sido einen Punkt. Du hast es schon angekündigt, das heißt, du willst die Münze nicht setzen, weil auch Joko das weiß. Auf keinen Fall. Joko zieht nach, es steht 1-1. Herrlich. Wie hieß die 1958 gegründete staatliche Fluggesellschaft der DDR? 1958 gegründete Fluggesellschaft, staatlich, versteht sich? Nein! Was soll das? Nein, was ist das doch auch nicht? Was ist das für ein Spielchen hier gerade? Ich kann das nicht mit dir! Kann hier nicht jemand übernehmen? Ich bin wirklich. Das gibt es gar nicht. Ich werfe gerade alle Taktiken über Bord. Ja. Oh, ich bin so dämlich! Vielleicht ist mal wieder an der Zeit, dass ich einfach sage: Reiß dich zusammen, Joko. Reiß dich zusammen. Du hast schon wieder? Ja, komm, wir warten noch kurz auf Joko. Was soll man machen? Was schätzt du, macht er das alles für dich oder überlegt er wirklich? Also, ich glaube ihm ernsthaft, das überlegen gerade so ein bisschen. Okay. Glaub ihm das. Okay. Glaubt ihr das? Du bist fertig? Hast du aufgeschrieben? Ich bin fertig. Er ist fertig. Fertig mit den Nerven, aber auch fertig mit Aufschreiben. Deswegen können wir auch schon auflösen. Die Fluggesellschaft der DDR, die hieß, sagt Sido. Ich komme ja aus der DDR. Ja. Interflug. Interflug. Die Fluggesellschaft der DDR hieß Interflug. Ja, das ist richtig. Joko kommt ja nicht aus der DDR. Glaubst du, dass er es trotzdem wusste? Oder? Entschuldigung, ich leide mit dir. Es ist so halbwitzig. Also für Außenstehende. Aber vielleicht ist es auch einfach das perfekte Spiel. Vielleicht habe ich bis hier nur eine Finte gelegt. Vielleicht hast du nur eine Finte gelegt. Vielleicht reißt er sich dolle zusammen. Vielleicht ist die Finte, sich dolle zusammenzureißen. Ich kann es nicht lesen, aber Sido ist ja hier, um dich zu lesen. Und er hat es bislang ganz gut gemacht. Hast du ein Gefühl? Er weiß das nicht. Ja.
Dramatisch. So dramatisch war es selten bei einem Punktestand von 2-1. Sido liegt in Führung. Die Frage ist, was macht Joko? Die Münze ist gesetzt. Er muss uns sagen, was er aufgeschrieben hat. Ich dachte, die sind ja meistens irgendwo in den Osten geflogen, weil im Westen ging es ja nicht. Ja. Das größte Land, wo man hinfliegen konnte, war die Sowjetunion. Ja. Damals. Und deswegen hieß sie Flugunion. Das ist eine schöne Idee. Aber zumindest. Aber leider falsch, ja. Die von Russland heißt ja Aeroflot. Ja, Aeroflot. Aber Flugunion ist nicht schlecht. Flot hätte sie vielleicht keinen. Interflug. Gab Interflug. Auch Intershops. Du hattest Osten, recht, du darfst halt sagen. Oh, stimmt, Intershop. Intershop. Den gab es sogar nach der Wende noch. Die haben dann noch so. Ja. Da konntest du Sachen kaufen, die den Leuten an der Grenze abgenommen wurden. Ja, genau. So Ü-Eier für 20 Ostmark oder so. So ein Überraschungsei. So crazy, ja. Das wusste ich nicht. Aber Intershop erinnere ich mich dran. Das war, glaube ich, so ein neuer Markt. Sogar eine Firma, die hat sich Intershop genannt. Mhm. Ich habe schon wieder eine schöne Frage. Unter welchem Namen ist die Goldbrasse noch bekannt? Die Goldbrasse. Unter welchem Namen kennt man die noch? Gut, dass ihr schon schreibt. Ich darf nicht helfen. Nicht mal den Bereich nennen, in dem wir hier unterwegs sind. Die Goldbrasse. Aber beide haben schon aufgeschrieben. Hä? Das sieht souverän aus. Souverän, natürlich. Souverän geschrieben. Nochmal was schön gemacht. Ja, ja. Wunderschön. Souverän, mein Lieber. Aber es war geraten, wie es aussieht. Gut. Hervorragend. Wir lösen einfach mal auf. Goldbrasse habe ich gesucht. Welchen Namen hat die Goldbrasse? Also unter was ist sie bekannt? Und du hast geantwortet... Der klassische Goldfisch. Der Goldfisch? Ja. Ist das Goldfisch, die Goldbrasse? Diese Antwort ist... falsch. Es ist die Dorade. Na klar, die ja. Goldene Dorade. Die Dorade. Ja, die Goldene, na klar. Genau, die Dorade Royal. Dorade, also der Fisch, die Goldbrasse ist ein Fisch. Jetzt guck dir Joko an. Und was glaubst du, wie sah das bei Joko aus? Hat er... Ich setz nicht. Ich setz keine Münze. Du glaubst, er wusste es? Ja. Okay. Er glaubt, du wusstest es, Joko. Das ist eine gute Nachricht für dich. Das bedeutet, du bekommst deinen Punkt. Wieso hat er es gewusst? Ich weiß es nicht. Ach so, ist ja egal. Wir wissen es einfach. Ah, du hast es gewusst, ne? Hast du gewusst? Also, sagst du mir das jetzt nicht mal? Nachher. Boah, ist das gemein. Ich werde es doch im Fernsehen sehen. Ja, sicher. Aber jetzt sind wir ja noch im Finale. Ach, ja, so. Noch seid ihr Gegner. Es steht 2-2 in diesem Finale. Und hier ist die nächste Frage. Wie hieß der Gangster, den Al Pacino im Filmklassiker Scarface spielt? Sie zu Hause, Sie haben jetzt die einmalige Chance, mal mitzuraten und sich zu fragen, weiß Joko die Antwort oder nicht? Wir zeigen Ihnen ausnahmsweise nicht, was er aufgeschrieben hat. Scarface, Klassiker. Hat man wahrscheinlich schon mal gesehen, aber hat man sich gemerkt, wie Al Pacino heißt in der Rolle? Hör sie bitte auf. Ja, gut. Hä? Hasch? Du auch, Joko? Oder du überlegst noch, ne? Nee. Du hast schon aufgeschrieben? Ja, super. Also das ist ja... Es geht zügig. Ich löse direkt auf. Scarface heißt der Film, Al Pacino, der Schauspieler. Und wie hieß der Rollenname von Al Pacino in diesem Film? Da frage ich erstmal Sido. Was ist deine Antwort? Tony Montana. Tony Montana, sagt Sido. Und diese Antwort ist... richtig. Richtig. Montana, ein Teil ist gelöst, du hast einen Punkt, es steht 3-2, die Frage ist, zieht Joko nach? Gibst du ihm einen Punkt, weil du nicht auflöst, oder bist du dir unsicher, weil er es vielleicht nicht wusste und willst eine Münze setzen?
Eigentlich weiß man sowas, ne? Also eigentlich ist es normal, dass man das weiß, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Joko sowas halt einfach nicht weiß. Wegen Filme gucken. Ich habe mit Joko selten über Filme gesprochen. So Filme ist so... Ja. Und was meinst du selbst bei so Klassikern, die vielleicht echt... Ja, gerade die Klassiker. Gerade Klassiker, ja, okay. Das würde eher dafür sprechen, dass du setzen willst? Ja, irgendwie ja. Aber irgendwie ist das auch so einfach, Mann. Wenn man es weiß, ist total einfach. Also es... Okay. Sido glaubt doch nicht, dass du es weißt. Es ist so einfach, eigentlich weiß es jeder, aber er glaubt einfach, du hast es da nicht stehen. Insofern... Schauen wir mal, was du da stehen hast. Also gerade bei so Klassikern ist mir das immer unangenehm, wenn ich das nicht weiß. Ja. Deswegen wollte ich zumindest ein wenig die Würde wahren und habe der Pate geschrieben. Weil es auch ein Filmklassiker ist. Weil es ein Filmklassiker ist. Und weil auch Al Pacino. Ja. Den hast du aber gut versteckt. Wow. Aber wieder sehr richtig eingeschätzt. Münze bleibt bei Sido. Du kriegst keinen Punkt. Damit geht Sido in Führung 3-2. Ja. Ja. Welche bekannte Sängerin gründete das Kosmetiklabel Fenty Beauty? Fenty Beauty, wer hat das gegründet? Welche berühmte, bekannte Sängerin war das? Ah, fuck. Ah! Was soll das denn jetzt, Mann? Was ist das denn für Quatsch? Das weißt du nicht? Ich glaube, Sido weiß es. Aber ich will dich nicht unter Druck setzen. Es wirkte nur so. Fenty Beauty. Bringt mir gar nichts, wenn ich im Publikum höre, das ist so leicht. Ja, weil jede berühmte Sängerin bringt ja, aber weil die ihre alle eigene was Kosmetiklinie raus. Millie Bobby Brown, wie sie alle heißen, name it, I know genau. it. Ja. Also das ist noch kein, das hilft dir nicht. Bekannte Sängerin ist, macht es nicht leichter, das sehe ich ein. Aber du hast was aufgeschrieben? Okay. Sido wusste es eh, ich löse auf. Fenty Beauty ist die Kosmetikmarke von... Rihanna. Rihanna, that's right. Richtig. Rihanna ist die bekannte Sängerin, die wir suchen. Es ist... Sido hat 4 Punkte, Joko hat 2. Vielleicht hat er gleich 3, aber auch nur, wenn Joko, wenn Sido keine Münze setzt. Wenn Sido denkt, dass Joko das jetzt nicht wusste und das alles kein Bluff war. Ich glaube, das war viel zu... Offensichtlich ja. nicht wissend. Ja, ja, mit Wegdrehen und so, der war schon ganz schön crazy. Er musste sich auch wegdrehen, weil er es nicht richtig hingekriegt hätte zu lügen. Was, wie viel steht's? Es steht 4-2. Und 4-2. Wenn du nicht setzt, steht's 4-3. Dann ich setz um nicht. Einen Punkt ich setz nach. Nicht. Okay, Sido setzt nicht. Joko bekommt einen Punkt. Zu schlecht gespielt. 4-3 steht es. Jawohl. Dann kommt hier die nächste Frage. Die 3 Baumaterialien bei Fortnite sind Stein, Metall und... Ich suche das dritte. Die 3 Baumaterialien bei Fortnite sind Stein, Metall und was noch? Du hast schon wieder aufgeschrieben? Ja. Boah, das läuft ja. Na, ich rate. Hast du wirklich geraten? Ja, jetzt gerade, ja. Okay. Hast du auch schon aufgeschrieben? Ja. Hast du geraten? Sag nix. Soll ich was sagen? Nee, ich sag dir jetzt was. Sag mal. Wenn du da jetzt das Richtige stehen hast, hab ich gewonnen? Dann hast du die Chance. Oh nein! Ja, natürlich! Ja. Oh Gott! Ja. Hätte ich dich noch mal vorwarnen müssen. Ah, ja! Ja, das ist so.
Ja. Ah, fuck! Logisch. Ja, es steht 4-3. Du kannst jetzt nur nachziehen. Es muss das ja sein. Na klar, was willst du sonst zu bauen nehmen? Wenn Sido das weiß, hat er 5 Punkte. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt hier diese Show. Ich wollte noch einmal diese Treppen, tak, 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 und dann tak, tak, tak. Okay, lass schauen, was du aufgeschrieben hast, oder? Ich habe 3 Baumaterialien von Fortnite gesucht. Es war Stein, Metall und deine Antwort ist? Holz. Holz ist richtig! Ja! Damit tippt es Sido und Stiel. Joko Winter scheint die Show! Sido ist Moderator. Ja! Stiel wird die Show. Danke. Wir müssen kurz die Formalien klären. Du musst einmal hier übernehmen, einmal unterschreiben, damit ist alles deins. Das Publikum liebt. Ich sag einfach schon mal Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Sido moderiert deine Show. Vielen Dank an Bill Kaulitz, an Jasper Fritzi-Bauer, an Judith, an Sie hier im Publikum, an Sie zu Hause. Die Mighty Winterscheids, danke Katrin Bauerfeind, danke an das Team. Nächste Woche macht ihr mit dem hier eine Sendung.